sehe sie von weitem und beäuge sie mit Skepsis. Als sie näher kommen, merke ich, dass die Sorge echt ist. Den einen kenne ich vom Sehen, lässt sie nicht vermeiden. Ich könnte drauf verzichten, doch die Stadt ist halt zu klein. Scheiß Säcke, haucht er mich an, dieser Held. Versuche ruhig zu bleiben, denn sie haben mich umstellt. Jeder von denen mit einer Bierflasche. Ich stecke in der Patsche, wenigstens eine Pfefferflasche in der Tasche. Ich zittere am ganzen Körper, der Hals schnitzt sich so wie eine Lasche. Mache aufgelassen, aber die merken, dass ich Angst habe. Wie versteinert stehe ich da, die Stimme stockt. Wenn ich was sag, der eine, den ich kenne, hat nen Fuß zu mir gewagt. Die waren zu dritt, mir überlegen, es geht hier vielleicht um mein Leben. Zieh die Flasche aus der Jacke, steck den Arm aus ihm entgegen. Komm noch einen Schritt näher und ich drück ab. Ihr verpisst euch jetzt von hier und wir gehen getrennte Wege. Aber er weicht nicht zurück, er gibt nicht nach. An einer gewaltfreien Lösung ist ihm scheinbar nicht gelegen. Ich glaube auch, er ist nervös, wie er mich anstarrt. Ich sehe, wie seine Hand einen Reißverschluss ertastet. Ist der Typ vielleicht bewaffnet? Soll ich jetzt noch warten, bis er etwas in der Hand hat? Finger auf den Pfeffer schon im Anschlag. Sieh, wie seine Hand wandert. Das Ding wird mir zu heiß und ich drück ab. Sprung zurück, umdrehen, Hackengas geben. Flaschen fliegen hinterher, die mich von links und rechts verfehlen, einer kämpft mit den Tränen, einer am Telefonieren. Ich bin so froh, dass mir bis auf dieses Trauma nichts passiert ist. Auch wenn diese Story im Vergleich nur ein Witz ist, bin ich froh, dass mir bis auf dieses Trauma nichts passiert ist. Und ich kenne das Gefühl, wenn man schon aus der Ferne Nazi-Propaganda sieht, an jedem Schild, jeder Laterne. Paranoia, diese Angst, dass sie dich jederzeit gefährden. Manche Straßen vermeiden und sie besser nicht durchqueren. Trotzdem finde ich es gerade deshalb wichtig, selbst die Sticker abzukratzen. Klare Kante und garantiert kein Bier mit Nazi-Atzen, die sich in unsere Läden bewegen, sich herantasten. Sie testen, ob jemand hier drin sich traut, sie anzufassen. Sie wurden dann immer gebeten zu gehen, den Laden zu verlassen. Wenn es drauf ankommt, wird nachgeholfen. Ey, das muss man dieser Stadt lassen. Wir gehen plakatieren, sprühen Graffiti, sind ein antifaschistischer Teil dieser City. Wir sind wenig, doch militant, konsequent, Widerstand, kritisch, nicht ignorant und halten zusammen. Ich bin dankbar dafür, die Stadt wäre sonst wie eine Geisterbahn, weil wir in diesem Kampf einfach zu wenig Leute in den eigenen Reihen haben. Es schlägt mir auf den Magen, es ist kaum zu ertragen. Doch ich wehr mich entschieden dagegen, dass Nazis das Sagen auf unseren Straßen haben. Jetzt raus. Notwendigkeit von Gegenwehr, die Rosen aus dem Weg zu kehren. Passiert es doch fast täglich jetzt, so viele, denen es ähnlich geht. Zusammen ohne Unterlass gegen Nazis und den Stumpfen. Wenn sich an ostdeutschen Dorfhäusern die Bordsteine nach oben klappen, nur der Nordwind zieht noch Runden durch ausgestorbene Gassen. Dorfjugend am Stammtisch, hey, guck nicht so, nichts ist los. Nein, es ist kein Hitlergruß, die winken bloß. So ging das überall, von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt. Ich war ständig angespannt, auf jedem Weg hab ich Angst gehabt. Wie oft lag da mein Rat im Graben und nach so manchem Partyabend nach Hause rennen und hoffen, dass sie zum Werfen keine Flaschen haben. Ist ein ziemlich scheiß Gefühl, wenn du mit Freunden tanzen gehst und dich dann nicht aufs Klo traust, weil hinter dir plötzlich Nazis stehen. Oder auf dem Heimweg, betrunken aus seiner Bar gestolpert, steht drei Grinsen, ein Fascho vor dir mit deiner Gaspistole. Das hab ich so erlebt, zum Glück ist mir bisher nichts passiert, außer die ständige Paranoia, die mir ab und an die Luft abschnürt. Kannst du nachvollziehen, wie viel Angst und Wut sich aufstaut, wenn man sich nur mit nem Pfeffer aus dem Haus traut? Und klar, berechtigte Frage, ist es cool hier, diese Angst zu zeigen? Ermutigt es nicht gerade die Nazis weiter anzugreifen? Aber vielleicht macht Betroffenen Mut, dass sie nicht ganz allein sind. Und es zeigt vor allem eins: rechte Gewalt ist keine Randerscheinung. Und mir ist bewusst, was mir passiert ist. Das war schon kacke, doch es ist nichts verglichen mit dem, was andere für Erfahrung machen. Denn in allererster Linie bin ich ein deutscher weißer Mann. Geh ich mit Hemd und Anzug auf die Straße, greift mich keiner an. Andere werden beleidigt, geschlagen wegen Hautfarbe oder Religion oder ihrer Sexualität. Was willst du mit ner Petition? Was willst du denn da reden? Diskussion? Richtig geil, dass Friedenslieder singen, während sie laut nach Vernichtung schreien. Der NSU hat's mal wieder verdeutlicht, Mord ist ihre Konsequenz. Das ist die Ideologie, die hinter ihren Worten steckt, und wieder wird's relativiert. Das ist echt der letzte Scheiß, also denk das nächste Mal nach, bevor du wieder links mit rechts vergleichst.
lang gewartet, muss jetzt raus. Notwendigkeit von Gegenwehr. Die